Hallo, ihr fabelhaften Jungfrau-Geborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Die Venus bringt ab dem 10. Juli sehr charmante und interessante Konstellationen für euch. Eine neue Romanze mit Langzeitpotenzial, eine schöne Reise mit eurem festen Partner, Einladungen zu den Partys eurer Freunde oder süße Liebesbotschaften. Viele prickelnde Erlebnisse sind möglich. Falls ihr jemanden kennengelernt habt oder aus einem anderen Grund eine persönliche Beratung braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein Lilith-Buch zu gewinnen, denn das ist jetzt in der neuen und überarbeiteten dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Und eins der neuen Bücher mit einer persönlichen Widmung drin verlose ich in diesem Monat. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den Juli schauen. Eure langfristigen Tendenzen für den gesamten Liebessommer und bis zum Jahresende könnt ihr euch auch nochmal in meinem Jahreshoroskop anschauen oder sie im Buch nachlesen. Und darin findet ihr die Deutung der wichtigen langsam laufenden Planeten und auch, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Schaut doch da bitte nochmal rein, ob ihr zu denen gehört, die diesen genauen Aspekt von Romantikplanet Neptun empfangen. Dann ist es für euch sehr wichtig zu wissen, dass ihr auch den Überblick behaltet. Und da gehe ich auch genau drauf ein, was das für euch bedeutet. Der Monat beginnt mit der Sonne im Krebs in einem schönen freundschaftlichen Aspekt zu eurem Sternzeichen und bestimmt erhaltet ihr viele Einladungen zu Geburtstagspartys. Der Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun wirkt bei euch weiterhin sehr vorteilhaft. Merkur und Venus stehen im Löwen und gegenüber steht der Mars im Wassermann, der jetzt rückläufig geworden ist. Und diese Konstellationen können berufliche Schwierigkeiten anzeigen, wenn ihr fest angestellt seid. Zum Beispiel durch Kollegen, die hinter eurem Rücken reden oder einfach nicht mitziehen wollen. Mit einem Urlaub im Juli könnt ihr solchen Schwierigkeiten weiträumig aus dem Weg gehen. Die Konstellationen haben aber auch eine gesundheitliche Komponente. Die Zeit kann anstrengend für den Kreislauf werden und kleine Verletzungen können sich schnell entzünden. Und deswegen achtet darauf, nicht zu hektisch zu werden. Und falls ihr im Urlaub sportliche Aktivitäten plant, bitte nichts Riskantes. Ihr solltet lieber ausspannen und es ruhig angehen lassen. Und das gilt für den gesamten Juli. Davon abgesehen habt ihr es aber eigentlich sehr gut getroffen. Sehr romantisch vor allem. Wir haben ja die beiden Finsternisse und die sind für viele Sternzeichen recht anstrengend und können bei manchen regelrecht unter die Haut gehen. Natürlich könnt ihr davon auch direkt betroffen sein, besonders wenn ihr einen Partner aus den Zeichen Löwe, Steinbock, Waage oder Wassermann habt. Aber für euch selbst stehen viele angenehme und prickelnde Konstellationen in den Sternen, so dass man bestimmt eure Nähe sucht, weil ihr guter Dinge seid. Macht euch darauf gefasst, dass Menschen euch um Hilfe bitten werden und es wird euch bestimmt gar nicht schwer fallen, anderen aus einem Schlamassel herauszuhelfen. Wenn ihr selbstständig in einem beratenden oder heilenden Beruf tätig seid, habt ihr wahrscheinlich jede Menge zu tun und findet dankbare Klienten, denen ihr dabei helfen könnt, sich zu sortieren. Aber auch dann gilt, dass ihr zwischendurch für Auszeiten zum Ausruhen sorgen solltet, vor allem in den ersten 10 Tagen des Monats. Am 10. Juli und bis zum 7. August geht dann die Venus in die Jungfrau und damit in euer Zeichen. Das ist eine sehr charmante und liebenswürdige Konstellation, durch die ihr häufig im Mittelpunkt steht. Es ist auch eine gute Zeit, um euch selbst mit Wellness zu verwöhnen und euch mit eurer Schönheit zu beschäftigen. Ihr wirkt sehr anziehend und attraktiv. Vom 10. bis zum 16. habt ihr eine besonders produktive Phase, in der ihr kreativ sein und eure Herzensprojekte vorantreiben könnt. Die Phase ist genial zum Manifestieren. Außerdem ist es eine tolle Zeit für eine schöne und inspirierende Reise oder ein Fortbildungsprojekt. Und falls ihr in dieser Zeit eine neue Liebschaft anfangt, steckt darin das Potenzial für eine langfristige interessante Beziehung. Am 13. Juli haben wir dann den Neumond im Zeichen Krebs, der bei euch ins Haus der Freundschaft fällt. Für manche Jungfrau kann das eine Zeit sein, in der aus Freundschaft Liebe wird oder ihr experimentiert mit der Kombination Freundschaft und Sex. Weil aber Krisenplanet Pluto involviert ist, kann das leider auch zu Komplikationen führen, zum Beispiel wenn einer von beiden mehr Gefühle investiert.
Oder wenn dadurch Unruhe im Freundeskreis entsteht oder wenn einer der beiden Partner schon liiert ist. Drumrum sorgen aber viele Romantikkonstellationen für eine große Stärke auf eurer Seite. Deswegen denke ich schon, dass ihr das mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen handhaben werdet und schließlich das Beste aus der Situation machen könnt. Vielleicht spielt sich das auch alles innerlich ab und ihr bekommt eine riesengroße Inspiration für euer aktuelles Kreativprojekt. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass euch dieser Sommer wirklich eine ganz große neue Liebe bringt, die sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten als tragfähig erweist. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer 12. Haus der Spiritualität und Heilung. Nun baut sich eine kosmische Spannung auf. Und die gipfelt dann in der Mondfinsternis vom 27. Juni und zuvor wird noch der Merkur rückläufig, am 26. nämlich, und die Phase geht dann bis zum 19. August. Die Mondfinsternis vom 27. Juli ist eine spannungsgeladene Konstellation, in der Kampfplanet Mars eingebunden ist. Hier und auch noch die Lilith. Und außerdem auch Unruhestifter Uranus, der wiederum aber zu eurer Sonne günstig steht. Ich würde das so deuten, dass ihr als verständnisvolle Helfer und Heiler sehr gefragt seid in dieser Zeit. Liebesgöttin Venus, Machtplanet Pluto und Glücksplanet Jupiter, die stehen ja alle günstig für euch und auch Romantikplanet Neptun und die fördern euer Verständnis und eure Empathie, aber auch eure Fähigkeit, bei anderen Leuten wirklich etwas zu bewirken und auszulösen. Man wird sich in dieser Zeit verstärkt an euch wenden und um Rat und Hilfe bitten, sei es privat oder auch, wenn ihr Klienten habt. Selbst wenn ihr dann gerade Urlaub macht, kann es sein, dass eure Fähigkeit als Heiler oder euer Wissen um Gesundheit hoch im Kurs stehen. Immerhin ist für viele die Verletzungsgefahr zwischen der Mondfinsternis und der ersten Augustwoche erhöht. Das liegt an der Spannung zwischen Mars und Uranus. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn ihr so manche Wunde zu verbinden und so manches Pflaster zu kleben hättet. Während dieser Zeit eben. Und wenn ihr selbst Ferienkurse anbietet, habt ihr bestimmt einen großen Zulauf und seid sehr erfolgreich damit. Wenn ihr zu den Jungfraugeborenen gehört, die Planeten auf 1 bis 5 Grad im Löwen haben, empfangt ihr diese Spannungen möglicherweise auch ganz direkt. Das müsste man in einer persönlichen Beratung klären oder auch in meinem Webinar Antonias Sterne. Insgesamt sind die Tendenzen im Juli aber überwiegend positiv für euch. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Und wir können zum Beispiel schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ja, ich bin ganz stolz und dankbar, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der 3. Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos mit euren Freunden teilt, sodass sie auch informiert werden über die Botschaft der Sterne. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.